Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hitman. Wir spielen die Asse-Einstimmung, Stufe 4, vielleicht auch Stufe 5, mal gucken. Stufe 4 ist ganz schön knackig, glaube ich. Denn Laser, meine zweitunliebste Komplikation, meine unliebste sind Minen. Minen kann man mit Instinkt sehen, ich benutze keinen Instinkt, deswegen. So, und ja, das Entschärfungsgerät befindet sich im Besitz eines hochrangigen Sicherheitsbeamten. Ja, super Sache. So, wir legen gleich mal los. Und der Sicherheitsbeamte, ich denke, ich weiß, wer das ist. Der befindet sich hier gleich um die Ecke, wenn wir Glück haben. Wenn wir Pech haben, ist das natürlich nicht. Und dann weiß ich auch nicht. So, lädt wieder eine Weile. Ich weiß gar nicht, warum die Ladezeiten manchmal so lang sind. So, da drüben haben wir zwei und da haben wir hier noch einen Gärtner, der uns auch durchschaut. Ja, okay, also den Typen dann zu verstecken, wird ein bisschen kompliziert. So, da rennt er schon weg. Say what? Hey, check that out. Absolutely. So, da ist er. Ja, den Entschärfer hat er dabei. Das finde ich sehr gut so. Und den müssen wir jetzt noch irgendwo verstecken. Und dazu würde ich gerne diesen Gärtner rausnehmen. So, und dann verstecken wir die beide hier drin, damit alles schön unauffällig bleibt. Schaffe habe ich gar nicht mitgenommen, warum nicht? Das ist wichtig. So, wir gucken zum Glück nicht in unsere Richtung. So, und wenn wir schon dabei sind. I hope it wasn't disgusting. So, den Entschärfer muss man in der Hand tragen, damit das funktioniert. So, das Kärtchen nehmen wir uns mit. Okay. So, dann nehmen wir wieder den Entschärfer in die Hand, damit wir hier das Ding nicht auslösen. Darunter können wir wahrscheinlich durchkrabbeln tatsächlich. Ich bin mir da allerdings nicht so sicher. Ja, zum Glück haben wir den weggeräumt, ne? Hier, der ist auf Patrouille gegangen. Beziehungsweise telefonieren. So, hier auch überall, ne? Hier kommt man gar nicht hoch ohne den Entschärfer. So, und jetzt müssen wir hier wieder warten, na super. Even at very large doses, this compound is not lethal for humans. I mean, okay, yeah, sure, it knock you out for a bit, and I, yeah, give you a headache, probably, but, I mean, that's about it. Aber wenn wir wissen, dass das getriggert ist, dann können wir natürlich erstmal unten im Keller aufräumen. Ja, das sollte uns das Ganze ein bisschen einfacher machen, weil wir in unserer Verkleidung hier wahrscheinlich nicht so auffallen. Unten im Keller. Vermute ich. Weiß ich natürlich nicht genau. Aber jetzt sind wir einmal hier oben, jetzt bleiben wir hier oben. So, den Hammer stecke ich noch mal kurz ein. Und dann müssen wir natürlich Glück haben, dass von unten der Wachmann nicht hochkommt. Ab und zu kommt hier nämlich einer hoch. So, wie sieht's aus? Kommt der hier rein? Ja, den Hotelmitarbeiter bringt er auch mit, sehr gut. Dann rempeln wir den Typen gleich an, ne? Erledigen den hier hinterm Schrank. Haben wir ja schon.
So, aus der Tür muss er raus. Ach. Ach, that hurt. Ja, sorry, tut mir leid, Mann. Aber weißt du, was noch viel mehr wehtut? So, okay, damit hätten wir den. Wir können uns hier dann auch verkleiden. Wir müssen natürlich gleich wieder den Entschärfer in die Hand nehmen. Die schallgedämpfte Schrotflinte, die ich mitgenommen habe. Ich habe es diesmal gar nicht erklärt, ne? Also für alle, die letzte Folge nicht gesehen haben, wir müssen unten Wachmann mit der Schrotflinte ausschalten. Und da habe ich mir einfach eine schallgedämpfte Schrotflinte hier oben in den Raum geschmuggelt. So, und jetzt gehe ich aber wirklich erst einmal nach hier unten. Mit dem Entschärfer in der Hand. Und schau mal. Denn hier ist ja einer. Im Handbuch irgendwo. Wo ist der Typ denn? It's like impossible to dock, so you have to get there by plane. And they say, ach, hier ist der. He's got more surveillance than like the freaking Vatican and a security corps to match. But why? I don't know, I guess because he can. And he never leaves. I mean, he hasn't for a long time. Okay, und der kommt dann aber gucken, wenn wir hier Unsinn machen. Anyway, it's his son is the one occupying. Und deswegen warte ich mal kurz, bis der Wachmann da weg ist, und dann versuchen wir den mal auszuschalten, den Typen. The singer from the class is Thomas Cross's son. Mal gucken, wer hier ankommt. Wahrscheinlich der Richtige, oder? So wie es sich angehört hat. Handtuchmensch. Ja, Handtuchmensch. So, dann schmeiß mal den hier schnell rein. Und dann können wir uns ja auch gleich um den Wachmann kümmern. Und den legen wir dann hier einfach vor den Schrank einmal kurz. So, da ist er schon. Dann gehen wir gleich wieder hoch. Ziehen uns um. Und holen die Schrotflinte. So, wo ist denn hier unsere Münze hingewandert? Weiß ich nicht. Hat er vielleicht schon eingesteckt? Die finden wir, wenn wir ihn erschossen haben. So, unauffällig wieder hoch. Jetzt kann man Jäger verkleiden. Flinte mitnehmen. Ganz wichtig, wir den Entschärfer in die Hand nehmen. Denn hier unten sind so viele Laserschranken, durch die wir hier durchrennen. So, es hat nicht mal jemand gehört. Die Schrotflinte lassen wir direkt hier liegen. Nehmen uns den Minenentschärfer wieder mit. Ich habe keine Ahnung, wo die Münze hingesprungen ist. Die ist weg, auf Nimmerwiedersehen verschwunden. So, und jetzt können wir hier hoffentlich durch den Keller gehen. Das muss ich mal rausfinden. Ne, hier kommen wir schon mal nicht vorbei. Okay, also müssen wir mindestens einen kleinen Umweg nehmen. Ach was, hier ist noch ein Badezimmer? Das wusste ich gar nicht. Das ist interessant. La 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 la, nichts passiert, nichts passiert. Schön die Entschärfer in der Hand halten, ne? Ihr habt es gerade schon wieder gesehen. Überall Laserschranken.
So. Stop that! Gibt's überall Rattengift, das hier rumliegt? Ah, und ein Schraubendreher. So, wie kommen wir an dem Typen vorbei? Können wir uns hinter dem lang schleichen? Ja, wir können. So, hier müssen wir aufpassen. Hier ist eigentlich der Ort, an dem wir Münzen werfen. Und hier ist aber direkt zwei Laserschranken, oder sind direkt zwei Laserschranken. Um mal für korrekte Grammatik hier zu benutzen, wo ist denn unser Typ? Der müsste doch hier eigentlich patrouillieren. Ach, der steht da hinten. Ja, also da müssen wir ein bisschen aufpassen mit Münzen und Laserschranken und so. Was sind hier drüben Laserschranken? Nö, hier sind zum Glück keine. Das kommt uns schon mal entgegen. So, kann der Typ jetzt ein bisschen, der muss dichter als der Wachmann an uns dran sein, damit die Münze effektiv wird. Ansonsten locken wir damit nur den Wachmann an. So, das hat er schon mal gehört, sehr gut. Yeah, a brother can set the conference table. You don't forget the sparkling water. Really? So, sehr schön. Wenn man Leichen zieht, dann hat man den Minenentschärfer, denke ich, auch gar nicht in der Hand. Ich glaube, mir ist das schon einmal passiert. Und dann kann man da halt auch leicht mal explodieren. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht versucht, Leichen durch Laserschranken zu ziehen. So, und jetzt brauchen wir nur noch einen Ausgang und dann haben wir es super heimlich geschafft, wenn wir nicht noch uns von der Kamera erwischen lassen. Ja, ich hätte gern den Ausgang da hinten. So, das heißt, Minenentschärfer in der Hand. Schleichen wir uns hier zurück auf dem Weg, auf dem wir gekommen sind. Das sollte ja hinhauen. Ohne Probleme. Hoffe ich. Ah, ich wollte gerade sagen, der Typ, der telefoniert gerade, an dem kommen wir vorbei. Kommen wir aber nicht. Dann müssen wir wieder hier durch. Upsi. Ja, komm. Dreh dich einmal weg. Hier gibt es auch Unmengen von Münzen. Oh shit, kommt der eigentlich auf unsere Seite hier? Oh, das war knapp, das war knapp. Das war echt ziemlich knapp. So, sie bewegt sich auch gerade. Die letzte Person, die uns hier erkennt. Und dann haben wir es nur noch mit einer fiesen Kamera zu tun. Die hoffentlich nicht durch den Laserschrank hier abgesichert ist. Nee, ist sie nicht. So, nur falls ich jetzt den Laserschrank übersehen habe. Und hinaus.
Ja, so spielt man das Ding auf Silent Assassin. Dauert halt eine ganze Weile. Dauert echt eine ganze Weile. Was sagt denn die nächste Stufe? Ist das euer Ernst? Okay, was haben wir denn hier alles? Also wir sollen die gleichen Leute wieder töten. Das heißt, wir müssen uns sie irgendwo zurechtlegen wahrscheinlich, ne? Bei ihm ist das kein Problem. Ihn können wir uns da hinten auch hinlegen und dann fernzünden. Das müsste gehen. Bei ihm müssen wir halt direkt... Ach, beliebige Methode. Dann können wir die beiden in die Luft sprengen. Na, da haben wir den Keller erstmal safe. Brauchen die Schrotflinte nicht mehr. So, und dann müssen wir halt gucken, wo sich die beiden hier befinden. Und da haben wir dann nur 30 Sekunden. Jeweils zwischen den Zielen. Ja, das heißt, wir töten einen von den beiden. Sprengen dann die beiden in die Luft. Und haben dann quasi eine Minute, um bis zu ihr zu kommen. Oder zu dem anderen von den beiden. Ja, und wir müssen aber als Kammerjäger verkleidet sein. Wenn wir Glück haben, sind es die beiden im Keller. Wir werden das beim nächsten Mal auf jeden Fall rausfinden. Jungs und Mädels, vor heute war es das. Ich habe ein bisschen rumgebummelt bei der Folge halt, beziehungsweise war sehr vorsichtig. Das machen wir also beim nächsten Mal. Wow, das wird ein Knaller. Ich freue mich schon. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.